Willkommen zurück, Pokémon-Freunde, hier bei Pokémon Let's Go Evoli. Es ist soweit, wir haben alle Vorkehrungen getroffen und werden nun in die Pokémon-Liga gehen, zu den Top 4. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Das sieht aber schön aus hier. Boah, schaut euch diesen Kampfraum an, das ist wirklich richtig gut. Und auch, ja, die Dame kennen wir ja schon, Lorelei. Die ist uns ja vor dem Felstunnel begegnet, hat uns da ein bisschen aus der Patsche geholfen. Wir hätten es auch allein geschafft, aber naja. Und da sitzt sie auf ihrem Lapras. Unser erster Gegner hier. Und auch unser vermeintlich, ja, problematischster. Denn sie setzt Eis-Pokémon ein. Die meisten Eis-Pokémon sind allerdings Wasser-Pokémon. Und das bereitet uns ein paar Probleme, weil wir einfach nichts wirklich Effektives dagegen haben. Naja gut, ich werde es jetzt mal versuchen. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin... Ach, du bist es. Du hast mich ziemlich lange warten lassen. Falls du dich nicht mehr an mich erinnerst, ich bin Lorelei. Ich gehöre zu den Top 4. Niemand ist so gut im Einsatz von Eis-Pokémon wie ich. Attacken, die den Gegner einfrieren können, können eine verheerende Wirkung haben. Warum? Tja, das liegt wohl auf der Hand. Sobald ich deine Pokémon in Eiswürfel verwandelt habe, sind sie vollkommen hilflos. Also, bist du bereit? Haben wir eine Wahl? Nein, wir sind natürlich bereit für Lorelei. Und ja, sie hat nur 5 Pokémon. Das ist ja normal, dass die Top 4 5 Pokémon haben. Wobei, es waren auch mal 4 in anderen Spielen. Und sie fängt an mit Yugong. Ja, das erste Eis-Pokémon, das auch ein Wasser-Pokémon ist. Und, oh, nur Level 51? Das ist aber... Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Naja, Donnerblitz macht nicht mal die Hälfte. Aber Kaskade macht auch nicht so viel Schaden, oder? Nee, das geht schon. Ja, Lorelei. Dann kriegst du jetzt noch einen Donnerblitz. Reicht es? Nein, es reicht nicht. Okay, ich denke, sie wird eine Top-Genesung einsetzen. Ich gehe trotzdem auf die Psychokine... Oh, setzt sie nicht ein. Okay, dann war ja alles richtig. Yugong ist besiegt. Und nun kommt Lapras. Ja, wieder Wassereis. Ich kann nicht mit Sazenia rein. Ich kann auch nicht mit Georock rein. Mit Geowatz. Wie sag ich Georock? Das ist halt das Problem bei Geowatz. Es ist ein cooles Pokémon, das Alola Geowatz, aber es profitiert nicht wirklich von seinem Typ. Drachenpuls. So eine Paralyse wäre ganz geil. Vielleicht schaffst du es ja, Patrick. Ne? Dann halt nicht. Den Schlag überleben wir noch. Wird sie jetzt eine Top-Genesung einsetzen? Nicht mal für ihr Lapras? Oh, wow. Na gut, das ist Lapras ist besiegt. Und Patrick ist wirklich angeschlagen. Rossana. Okay. Rossana ist Eis-Psycho, kein Wasser-Pokémon. Da können wir mit Stein drauf gehen. Das machen wir auch. Steinhagel sollten ausreichen. Na klar. Und Geowatz ist eingeschlafen. Rossanas Kuss war so verführerisch. Blizzard. Gut, dass das daneben ging. Unsere Spezialverteidigung ist halt nicht die beste. Jetzt trifft es aber. Und Geowatz will nicht aufstehen. Gut. War ja ein Versuch wert. Dann gehen wir eben zu Matty. Zu Gizmo, nicht zu Matty. Matty hat hier überhaupt gar keine Chance. Matty ist eigentlich auch eine richtig schlechte Wahl hier für die Top 4. Aber... Matty ist unser erstes Pokémon, das ich wirklich im Team haben wollte.
Und deswegen ist es auch dabei. So. Und dieses Rosana wird uns einfach nicht treffen. Unser Gizmo ist einfach zu gut. So. Dann ist Rosana besiegt. Und wir kriegen ein Level up. Level 57. Jetzt kommt Austoss. Okay, dann ist jetzt Daisy dran. Die dann nicht sehr viel gegen ausrichten kann, was die Effektivitäten ihrer Attacken angeht. Aber immerhin ist sie noch voll aufgeladen. Das ist ja bei Starmie und bei Geowatz nicht mehr der Fall. So, mal gucken, was die... Hydropumpe. Zieht das mehr als die Hälfte ab oder weniger? Weniger. Ich wusste, das wird irgendwie so um den Dreh sein. Ja, das ist schon mal gut. Angriff sinkt. Und dann nochmal ein Mondgewalt. Die Hydropumpe macht also überhaupt keinen Schaden mehr. Das können wir vernachlässigen. Ja. So, hier noch eine Mondgewalt für dich. Und dann bist auch du erledigt. Was hat sie jetzt noch? Arktos kann sie ja nicht haben. Und ich glaube, es gibt auch keine anderen Eis-Pokémon. Ach so, Lamus. Ja, nehmen wir den Spukball. Ah, hier könnte Matty auch was reißen. Wobei dieses Vieh wahrscheinlich auch Flammenwurf kann. Also besser Spukball. Der trifft effektiv. War sogar ein Volltreffer. Immerhin die Spezialverteidigung sinkt, das heißt, der nächste Spukball könnte ausreichen. Ich hoffe es zumindest. Ja. Okay. Dann haben wir Lorelei besiegt. Unseren ersten Kampf hier in der Liga geschafft. Fehlen noch drei von den Top 4 und dann noch der Champ. Jetzt wird mir erst klar, wie viel stärker du geworden bist. Du kannst in den nächsten Raum weitergehen, aber sei vorsichtig. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf das, was dich in der nächsten Runde noch erwartet. Okay. War schön mit dir, Lorelei. Was kommt jetzt? Bruno? Boah. Schaut euch mal diese Lichteffekte hier an. Ist das hier so heiß oder wie? Ja, ich muss das Team ein bisschen heilen. Oh, eigentlich will ich das nicht machen. Ich pack erstmal. Ach, eigentlich müssen wir auch nichts heilen. Drei von uns sind noch voll in Ordnung. Patrick kann im Notfall schnell jemanden angreifen. Das geht schon so. Bruno setzt Kampf-Pokémon ein. Also Patrick, Daisy haben hier gute Chancen. Matty, vielleicht auch. Müssen wir aufpassen. Ich bin Bruno von den Top 4. Wer nie stillsteht und stets Kampfgeist beweist, wächst immer wieder über sich selbst hinaus. Das gilt für Menschen wie für Pokémon. Nach dieser Philosophie habe ich mich selbst und meine Kampf-Pokémon trainiert. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Dein Name lautet Delo, hm? Sieh dich vor, denn du darfst gleich die Früchte unseres beinharten Trainings kosten. Okay. Schade, dass er hier nicht auf so einem Pokémon geritten ist wie Lorelei. Ich dachte, das würden jetzt alle Top 4 machen. Aber scheinbar nicht. Okay, Onix. Da fangen wir ja richtig an mit Glöckchen. So, Glöckchen, dann zeig mal, was du drauf hast. Deiner Blattgeißel. Besiegen wir Onix ganz einfach. Okay, das war fast schon zu leicht. Und jetzt kommt ein Nocturne. Nicht Gizmo, das wäre ja verrückt. Nein, Matty soll das machen. Okay. Reicht ein Luftschnitt aus oder nicht? Nein.
Und wir kriegen es mit einem Donnerschlag zu tun. Ja, alle Schläge sind leider sehr effektiv auf Matty. Feuerschlag, Donnerschlag und Eishieb. Aber Nocturne ist besiegt. Und es geht weiter mit Kikli. Da bleiben wir drin. Wobei das vielleicht Steinhagel kann. Mal schauen. Ja, es kann Steinhagel. Ja, schade, Matty. Okay, dann hauen wir dieses Kikli jetzt weg. Das geht ja ganz einfach. Der Ruckzuckhieb sollte schon reichen. Wir haben ja so ein starkes Evoli. Ja. Okay, Kikli ist besiegt. Quappo. Dann geht wieder Glöckchen rein. Ah, cool, ich wusste gar nicht, dass er Quappo hat. Macht aber Sinn. So, nochmal eine Blattgeißel. Oh, es trifft sogar. Sehr gut. Dann ist auch Quappo besiegt. Und es kommt Machomai, natürlich. Ja. Eigentlich hätte ich noch mal gerne Matty eingesetzt, aber das geht ja offensichtlich nicht. Deswegen versuche ich es mit Daisy. Ich hoffe, Daisy ist schneller als Machomai, denn so eine Mondgewalt wird ihm wehtun. Oh, wir sind nicht schneller, oder? Doch, wir sind schneller. Okay. Kraftkoloss. Ist nicht sehr effektiv. Reicht aber. Ja gut. Dann kann sich Patrick noch ein bisschen Erfahrung holen. Patrick wird auf jeden Fall schneller sein, wenn schon Daisy schneller war als Machomai. Und ja, dann nehme ich ein Siedewasser. Dann haben wir auch Top 4 Bruno besiegt. Level up für Patrick. Da hat sich die Erfahrung doch gelohnt. Okay. Damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Im nächsten Raum wartet bereits eine weitere Herausforderung auf dich. Ja, aber diesmal heile ich mein Team doch. Wir brauchen einmal einen Beleber. Dann brauche ich die Hypertrecke, die ich habe. So, das reicht's. Oh, wir brauchen zwei Beleber, sehe ich gerade. So, Daisy, du wirst auch geheilt. Du kriegst natürlich auch deine KP zurück. Hier bei der Halbzeit der Top 4. Und habe ich noch einen Aufwecker? Ja, ich habe 4 Aufwecker. So. Wie sieht der nächste Raum aus? Von Agatha. Mhm, gruselig. Schönes Feuer hier. Dürfte ihr Licht sein. Und Agatha sieht auch sehr gut aus. Aber was machen wir hier? Geist-Pokémon. Auch da haben wir nicht wirklich was gegen. Gizmo kann zwar Biss, aber das reicht nicht. Daisy kann Spukball, aber die Geist-Pokémon sind auch Gift-Pokémon. Ich würde sagen, wir lassen mal Geowatz an erster Stelle. Ich bin Agatha, meines Zeichens Mitglied der Top 4. Wie ich höre, hält Arch große Stücke auf dich. Der alte Knacker war früher mal ein Trainer von Format und nicht völlig unattraktiv. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heutzutage beschäftigt er sich Tag ein, Tag aus nur noch mit seinem Pokédex. Was für eine Zeitverschwendung.
Pokémon sind zum Kämpfen da. Pass schön auf, ich werde dir zeigen, was ein echter Pokémon-Kampf ist, Delo. Oh, Agathe ist richtig cool. Ist einer meiner Lieblings-Top 4. Von allen Top 4, die es gibt, nicht nur in Kanto. In Kanto hat sie es natürlich schwer, weil sie mit Siegfried konkurrieren muss. Den ich auch sehr mag. So. Ja, dass sie mit Arbok anfängt, ist unerwartet. Aber gut, denn... Oh, Knirscher. Macht aber nicht so viel Schaden, oder? Nein. Denn mit Erdbeben treffen wir Arbok sehr effektiv. Und es reicht sogar für einen One-Hit. Wow. Okay, fängt gut an. Jetzt kommt Gengar. Ich bleib drin. Denn Gengar hat keine Schwebe. Das hat gar keine Fähigkeit. Und deshalb trifft Erdbeben auch Gengar sehr effektiv. Oh, ihr Licht. Schade. Das schwächt uns sehr. Ja. Okay, ich wechsle aus. Ich denke, es kommt jetzt ein Spukball oder sowas. Dagegen ist Evoli immun. Dann können wir ja mal den Vorteil des Normaltyps nutzen. Ja. Okay. Dann jetzt ein Biss. Oh, ist das schneller. Matschbombe. Autsch. Das kriegst du zurück. Okay, Gengar ist besiegt. Das dürfte ihr stärkstes Pokémon gewesen sein. Smogmog. Also sie ist eher ein Gift als Geist, ne? Habe ich noch einen Feuerheiler? Nee. Dann nehmen wir den Hyperheiler, um Geowatz zu heilen. Und wieder Matschbombe. Aber dich hau ich weg, Smogmog. Macht gar nicht so viel Schaden. Noch eine Matschbombe. Bitte keine Vergiftung. Gut. Dann noch ein Risikotackle. Dann ist Smogmog besiegt. Und Evoli lebt so gerade noch. Nein! Oh, immerhin überleben wir durch Zuneigung, aber... Ja. Okay. Das war Unglück im Glück. Hätte jetzt nicht so sein müssen. Naja. Siedewasser, dann ist Smogmog besiegt. Da ich jetzt Starmie rausgeholt habe, wird sie wahrscheinlich nochmal eins ihrer Geist-Pokémon einsetzen. Ich denke, sie hat noch einen Gengar oder sie hat Alpollo. Das wäre nicht so schön. Wieso setzt sie Golbat ein? Also gegen Starmie, das bringt ja doch überhaupt nichts. Naja, muss sie wissen. Psychokinese. Oh, Knirscher. Ja, macht Schaden. Hält sich aber alles in Grenzen. Donnerblitz. Level 55 für Daisy. Und es kommt noch ein Gengar. Okay. Dann kann Geowatz jetzt zeigen, dass es das besser kann als gerade. Ich denke, dieses Gengar wird nicht nochmal ihr Licht haben. Die wird ihre Sets ein bisschen abwandeln. Da ist das Gengar. Und da ist unser Erdbeben. Spukball sofort. Okay. Das macht viel Schaden, ne? Aber ohne ihr Licht ist Geowatt stark genug, um Gengar zu one-hitten. Und damit haben wir es geschafft. Agathe ist besiegt, wir erreichen ein paar Level-Ups. Und wir haben
das dritte Mitglied der Top 4 besiegt. Der Sieg geht an dich. So langsam verstehe ich, was Eich in dir sieht. Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Es ist Zeit. Betritt den nächsten Raum. Ja, werde ich machen. Aber den zweiten Teil der Pokémon-Liga machen wir im nächsten Part. Das war schon einiges an Kämpfen. Aber gute Kämpfe. Und ich bin gespannt, wie es bei Siegfried aussieht. Ich hoffe, ihr auch. Also, seid wieder dabei. Und bis dahin, alles Gute!